Wir haben 1000 Abonnenten. Und den habe ich so ein bisschen zurückgehalten die letzten zwei, drei Wochen, weil ich gesagt habe, Lady Di hatte auch so ein Auto. Bei knapp 110.000 Mark. Inzwischen über 80 Jahre. Genau. Über 80 Jahre, richtig. Die Dame hatte das Fahrzeug seit Anfang 2000. Ja. Bei Mercedes, ich würde fast sagen, lückenlos Checkheft-gepflegt worden. Checkheft-Pflicht davor. Der macht noch eine halbe Million, ohne dass der Probleme bereitet. Siehst du? Weil der Was Hebel, macht er jetzt? Warte mal, der war ja noch. Der macht jetzt die Fenster hoch. Hallo Leute, willkommen bei Jenen Klassik. Diesmal fange ich einfach mal unverschämterweise an, weil ich habe das Auto gesehen und ich schwöre euch, lieben Dank Michael, das ist eins meiner Traumautos gewesen seinerzeit. Entweder so oder in Bornit, aber das war genau meine Farbe. Almadin Metallic ist so eine geile, mega gute Farbe. Und dann noch gepaart, und das ist mehr als selten, mit dieser, aber da kommen wir gleich zu, roten Innenausstattung. Michael, schönen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo erstmal, aber ich musste da rein. Herzlich willkommen, Schmarrn. Ich freue mich, auch wenn du den Weg aus dem Pott hier hinschaffst. Die lange Anreise immer wieder. Aber ich habe nicht nur ein traumhaftes Auto heute hier und ein prima Kumpel, der wirklich Ahnung von Mercedes hat, sondern wir haben 1000 Abonnenten. Und den habe ich so ein bisschen zurückgehalten die letzten zwei, drei Wochen, weil ich gesagt habe, zum 1000 Abonnenten müssen wir einen raushauen. Ich möchte eine besondere Farbe haben. Ich würde schon fast sagen, Fehlfarbe in der Kombi. Viele haben den ganz anders bestellt. Lady Di hatte auch so ein Auto. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass sie den auch in Almadin rot hatte, aber innen drin in beige. Ja. Und dieser hier ist in mittelrot. Ja, schon sensationell. Porno. Viele munkeln, das sei ein zu älter Auto. Nein, es war das Auto für die tüchtige Geschäftsfrau seinesgleichen. Und war immer, also ja. Der Wagen begeistert mich, diese Laufruhe begeistert mich. Es muss nicht immer direkt ein 500er sein. Hier haben wir einen 300er aus der ersten Serie. Ich finde auch die orangenen Blinker sehr cool. Man könnte den jetzt modifizieren mit weißen Blinkern. Würde ich überhaupt nicht tun. Ich finde gerade das mega. Und ich würde jetzt mal gerne die Sonnenstrahlen reinlassen, damit man noch ein bisschen Licht hat. Vor allen Dingen finde ich ja, diese kleinen süßen Lampenwischer, die finde ich ja mega genial. Das ist aber ja bei dem auch schon wieder extra gewesen. Ne? 600 Mark. Also du wirst kaum glauben, soweit ich informiert bin, 1991 lag dieses Auto bei knapp 110.000 Mark in der Grundausstattung. Das bedeutet, die Lampenwischer kosteten extra, die Lederausstattung kostete extra, die Automatik kostete extra, die Klimaanlage kostete extra. Was du gratis bekommen hast, war das Hardtop zu dem Auto und der elektrische Antrieb vom Dach. Aber alles andere war aufpreispflichtig. Das zeige ich euch als erstes, damit wir mal Licht ins Auto reinkriegen, weil mich das so begeistert. Das war das erste mir bekannte vollautomatische Dach zu der Zeit, was auf dem Markt war. Ja, erste vollautomatische Dach. Ja. Also, ich setze mich rein. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal schaut, was ich toll finde, der ist innen komplett stimmig. Das heißt, der hat rote Teppiche. Ja, ich packe nur den Knopf. Ich muss nichts helfen, nicht wie beim 124er eben noch einen Stups geben, nichts freimachen, nichts freischalten, gar nichts. Das Dach geht so auf. Ja, und vor allem in Sekundenschnelle. Das kannst du beim kurzen Ampelstopp kannst du das öffnen oder schließen. Selbstverständlich. Ich mache jetzt mal das Dach, die Fenster runter. Also wie du schon siehst, diese Exklusivität, die setzt sich einfach durch. Ne? Der ist überall wirklich, die Teppiche sind weinrot. Der hat hier die beleuchteten Schminkspiegel. Also das ist schon wirklich also eine tolle Geschichte. Auch selbst das Armaturenbrett und das Lenkrad und der W-Hebel. Alles mittelrot. Alles mittelrot. Schön, ne? Und das ist sensationell. Auch die Sitze selber, wenn du dir die anschaust. Natürlich, der hat vorne am Fahrersitz hat er so ein paar
Patina-Spuren, aber das hat damit zu tun, gerade dass die eben halt so ein bisschen sportlich geformt sind. Man rutscht immer über diesen Punkt hinweg. So, und dann und das ist kein Indiz dafür, dass der Wagen viele Kilometer gelaufen hat. Das ist lediglich ein Indiz dafür, dass viel ein- und ausgestiegen wurde. Ja. Man hat auch das Thema, den hat eine Dame gefahren. Inzwischen über 80 Jahre. Genau. Über 80 Jahre, richtig. Und die Tochter hat das Auto quasi eingeliefert. Und wir haben hier das Thema mit Pipi in den Augen, sage ich mal. Deswegen die ältere Dame. Weil das natürlich, die hat das Auto wirklich mit Herzblut verbunden. Ja. Hier ist es so, die Tochter berichtete, die Mama war immer stark geschminkt. Und dadurch hat der Wagen zum Beispiel so ein bisschen Patina am Lenkrad, aber nicht viel. Und hier, wo der Arm aufliegt, das sieht man so ein bisschen. Ja, hier hat immer der Arm gelegen. Das hat so ein bisschen Patina hier. Und auch der Griff hat so ein bisschen Patina hier vorne. Ne? Den könnte man vielleicht mal ein bisschen wachsen oder so. Dann wird er sicherlich in der Farbe wieder sein, wenn ihn jemand richtig aufbereiten würde. Wenn es euch würde interessiert, die Dame hatte das Fahrzeug seit Anfang 2000. Ja. Die hat den also wirklich 24 Jahre gefahren. Wenn man jetzt überlegt, der ist 91 erst zugelassen worden, 2000 hat sie ihn bekommen. Im Grunde genommen ist das die einzige wirkliche Besitzerin, weil die hat die Kilometer da gemacht in der Zeit. Ne? Genau, das ist richtig, was du sagst. Und also dementsprechend ist auch der Wagen. Also wir behaupten jetzt mal, man kann es bei so einem alten Fahrzeug nicht mehr nachvollziehen, wir behaupten einfach augenscheinlich und auch auf den ersten Blick, ist er unfallfrei, ist er nachlackierungsfrei, nur stopp, die Dame hat diese unteren Kontrastleisten, diese Kunststoffleisten hier, die sind normalerweise in einem dunkleren, mattierten Ton, hat sie in Wagenfarbe lackieren lassen. Das macht das Auto dynamischer, das macht das Auto zeitgemäßer, gefällt mir wesentlich besser. Und macht das Auto auch stimmiger, weil das sieht wie so ein Break aus, wenn es unten auf einmal dunkel und mattiert wird, in meinen Augen. Es war auch, glaube ich, das Thema, die Tochter sagte, da vorne und so, war sie so ein bisschen auch jetzt bei der Garageneinfahrt mal dran gekommen. Man wollte das auch wieder stimmig haben, ne? Das muss man auch sagen. Was wir auch noch erwähnen müssen, denn das ist auch sehr selten, der ist bei Mercedes, ich würde fast sagen, lückenlos Checkheft gepflegt worden. Checkheft liegt vor, das muss man auch sagen, Checkheft liegt wirklich vor, das ist toll. Die Kilometerzahl lassen sich nachvollziehen. Was hier ist, die hat nah an der Autobahn gewohnt und das, was sie gefahren ist, zur Arbeit oder so. Man hat so ein bisschen hier und da Steinschläge. Das haben wir jetzt nicht wegmachen lassen. Wir haben das Auto auch nicht groß aufbereiten lassen. Denn ich habe gesagt, wenn ich den jetzt hier polieren lasse, nee, das machen wir nicht. Man könnte natürlich, weil die ist noch im Original lag, die Haube. Man könnte natürlich mal sagen, okay, die Haube lässt man mal lackieren. Dann hat man diese drei Steinschläge oder so da nicht mehr. Unsere Empfehlung war jetzt erstmal, das Auto im Erstlack zu lassen und nicht zu lackieren, weil es schon was Besonderes ist, so ein W129 im Erstlack zeigen zu können. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Es gibt so ganz kleine Patina-Sachen, die der Markus eben angesprochen hat. Das war hier am Sitz, dass man ein- und ausgestiegen ist so ein bisschen. Eine Boxe hat so einen leichten Kratzer und da fehlt so ein kleines Plastikteil. Da sind wir schon auf der Suche. Vielmehr Mercedes ist auf der Suche, ob wir das finden. In Schwarz hätten wir es schon dreimal haben können. Hier stellt sich halt auch die besondere Farbe wieder dar in dem Mittelrot, dass das nicht gerade Massenware ist, die irgendwo liegt. Es ist einfach eine besondere Farbe. Ich meine mich auch zu erinnern, ich weiß nicht, ob ich das eingangs gesagt habe, Lady Di hatte diesen Wagen in Almadin Rot mit einer hellen Innenausstattung. Ja. Ich weiß nicht mal, ob es beige war oder hellgrau war. Das macht ihn aber sehr edel und sehr auf der einen Hinsicht sportiv in diesem wunderschönen, man könnte sagen, fast Bordeaux-Rot. Ne? Ja, ja. Und ich sehe hier auch wieder eine Frau in so einem Auto. So ein Mann kann das Auto auffahren. Hallo? Ich weiß, du liebst das Auto. Ich sehe da einen Langhaarigen drin. Ja, ich finde halt, das ist wirklich ein wunderschöner Mercedes, auch für die Frau. Das war er ja auch ursprünglich. Ich finde, den haben unglaublich viele Frauen gehabt. Leute, das ist eine Anschaffung fürs Leben. Ein Sechszylinder, der 300er mit 66.000 gelaufen, der macht noch eine halbe Million, ohne dass der Probleme bereitet. Also wer den Wagen kauft, der hat wirklich eine Anschaffung fürs Leben. Den kann er noch ewig fahren, solange er nicht pleite ist. Und da gibt es auch keinen Grund für, weil die sind relativ sparsam, die Autos. Und eben halt solide Technik, solide Qualität. Das nehme ich mal direkt raus. Da hat die Tochter ein Lenkrad bestellt.
Das ist aber das Falsche. Das ist ein W126er in dem Farbton. Ja. Ja. Und tatsächlich kein 129er. Richtig. Weil sie die Patina auf dem Lenkrad vorne hatte, wollte sie was Gutes tun und wollte dann haben, dass das ausgetauscht wird. Und hat dann aber ich muss dir mitteilen, dass das nicht funktioniert, dass das nicht passt. Ansonsten ist der wirklich auch im Kofferraum im super Zustand. Hier ist nur die Verkleidung raus, weil eine neue Batterie reingekommen ist. Der Wagen hat halt gestanden die letzten Monate und dann war halt die Batterie auch mal fertig. Das heißt, der Wagen verfügt auch über eine neue Batterie. Das Original-Bordwerkzeug ist noch da. Der Schlüssel für die Reifen ist da, also für die Felgen. Ja, da kannst du sehen, da ist noch ein neues Rad. Da hängt noch das Schild dran. Das ist sicherlich mal getauscht worden, aber das ist noch ein Original. Das sieht irgendwie schmutzig aus, von daher ist es sicherlich mal benutzt worden für irgendwas. Aber das ist auf jeden Fall noch ein originales Rad. Da sind noch die Nippelchen und so dran von Pirelli seinerzeit. Hier ist auch der Original-Werkzeugkasten, das ist noch alles da. Original-Bordwerkzeug, das war ja sowieso immer in der Farbe. Also nicht, dass jetzt einer sagt, das wäre ja auch noch ein Almadin-Rot, nee, ein Mittelrot. Das war sowieso so, ja. Ja, vor allem mit 66.000 Kilometern gelaufen. Leute, ist kein Japan-Reimport, kein Ami-Reimport. Der war immer in Deutschland zugelassen, hat deutsche Schlüsselnummern, ist ein deutsches Fahrzeug und in einer deutschen Mercedes-Werkstatt auch Checkheft gepflegt worden. Weil gerade so diese geringen Kilometerstände, die kommen ja meistens unten von Japan oder teilweise auch aus Amerika. Das ist ein deutsches Fahrzeug, ein ehrliches deutsches Fahrzeug mit allen deutschen Attributen, die so ein Fahrzeug haben muss. Vor allem zeitlos, ne? Ist eigentlich ein zeitloses Auto, der geht Leute, immer. Ist wirklich ein absoluter Klassiker. Die Leute haben auch erkannt, dass das wirklich der letzte beste SL ist, der gebaut wurde, weil der teilweise auch noch in Handarbeit zusammengesetzt wurde, deshalb dieser hohe Preis. Ja. Und ich selber kann bestätigen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte 107er, ich hatte diverse 129er, war immer super, super zufrieden und dann habe ich mir den 230er gekauft und der ist eine Katastrophe. Aber das hört man vielfach. Ich hatte vorhin noch mit einem Kunden gesprochen, der hatte seinerzeit bei mir ein SL55 AMG gekauft. Den hat er auch schon wieder abgegeben. Also die 230er sind wirklich Katastrophen. Da braucht ihr den großen Geldbeutel. Und dann lieber einen soliden, schönen, eleganten, klassischen 129er. Am besten in so einer Kombination. Ich glaube auch, wir sind ja jetzt in guter 107er, bist du schnell bei 40.000, 50.000. Ja. Ja. Und ich denke mal, gib mal 10 Jahre weiter, dann wird das Auto auch irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 angesiedelt sein. Richtig. Das ist, glaube ich, eine gute Investition. Vielleicht bin ich ein bisschen hoch, vielleicht sind wir auch noch zwischen 35 und 45. Aber ich glaube, schon in den nächsten 10 Jahren geht der durch die Decke. Die Spreu wirklich. Die gut sind. Nicht die, die jetzt schon für 6.000 auf dem Markt sind, die du quasi im Endeffekt nur als Ersatzteilträger nehmen kannst und die der letzte Müll sind. Ne? Genau. Also das muss man ganz klar sagen. Schönes Fahrzeug. Markus, ich würde dich bitten, einmal auf die andere Seite zu gehen, mit mir das Dach anzureben. Ich würde das Auto noch mal gerne zeigen mit dem Hardtop. Wir haben es mit Verdeck gesehen, wir sehen es offen. So, und auch das geht in der Regel alles automatisch, wenn wir das jetzt richtig draufgelegt haben. Siehst du? Weil der Was Hebel, macht er jetzt? Warte mal, der war ja noch. Der macht jetzt die Fenster hoch zum Abschluss. Ne. Du machst ja, du machst ja mit diesem kleinen Hebel, machst du ja das, was du möchtest. Entweder Dach zu Dach auf. Genau, ja. Genau, und also da vorne war das wieder festziehen. Also auch hier haben wir gesehen, man setzt drauf, voll elektrisch, nicht drehen und kurbeln und was weiß ich, wie beim 107er. Das ist schon toll. Und wenn einer keine Ahnung hat und das Auto so sieht, sagt er erstmal, boah, das ist ein Coupé. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, Michael, du hast jetzt 107er gefahren, du hast den jetzt hier gefahren. Hast du nicht das Empfinden, dass der wesentlich größer ist im Innenraum als der 107er? Also ich bin 1,88 groß, wenn ich mich hier reinsetze, kannst gerne die Tür drüben aufmachen. Ich habe so viel Platz hier und wie auch bei mir in der Gegend, guck mal, ich könnte noch nach hinten gehen. Also hier passt auch einer rein, der noch viel größer ist und ich habe... Das Besondere an diesen Sitzen, das hat damals ein Vermögen gekostet, das sind nicht die normalen Sitze aus dem W129,
das sind die europäischen Sitze. Die sind kaum verbaut worden. Ich glaube, 500er, in den späten war das nachher häufiger. Weiß ich nicht, ob das sogar eine Serie wurde. Aber normalerweise, wenn ihr mal schaut und sucht einfach mal eine Innenausstattung für einen W129, ihr werdet kaum welche finden mit dieser orthopädischen Ausstattung. Das erkennt ihr nämlich gut hier an den Rädchen. Das haben die anderen nicht. Die anderen haben das Kunststoff hier durchgezogen und nicht das Bedienelement. Also das ist ein tolles Feature. Hier das, Fach hier oben. Du musst aufschließen. Hier ist es so. Kann man abschließen. Das war, glaube ich, auch eine Sonderausstattung. Automatik war Sonderausstattung. Sitzheizung war Sonderausstattung. Dann hier mein Favorit. Wir haben eine Zweiklangfanfare. Du musst besser rausgehen, wenn ich das mache. Bist du draußen? Ja. So, und wenn ich so drücke, ja, also ich kann sogar ein Hupenkonzert mit dem Auto geben. Dann haben wir die Klima. Wir haben das originale Heidelberg-Radio von Blaupunkt noch hier drin. Wahnsinn. Mit Keycard. Ja, genau, mit dieser Keycard. Ja, also seinerzeit war das schon tricky. Ne? Also ich kann mich erinnern, wenn am Schauplatz die ersten Autos kamen, wo so eine Karte drin war, das fanden wir schon sehr beeindruckend. Ne? Lange ist es her. Du weißt auch, Michael, ne? Das ist auch sehr interessant im Grundsätzlichen. Ne? Das ist auf beiden Seiten die Fächer, aber ich habe das Handschuhfach hier auf. Hier, das ist ja kein Handschuhfach. Ach ja, stimmt, das ist der Airbag, genau. Genau, stimmt. Das ist das Handschuhfach. Wäre ja nur wie so eine Laserhandschuhbrille. Ja. Ja, und hier ist ja ein Airbag. Das ist und da die Mittelkonsole ist das genau. Handschuhfach. Genau. Und hier haben wir nochmal die Fläche. Man, weißt kann, du, warum? Man kann ja auch nachrüsten. Ne? Mach mal den Sitz bitte wieder zurück, dann zeige ich auch hier vorne das nochmal. So, und jetzt nochmal bitte die Lehne. Ja, reicht. So, hier haben wir ja nochmal so ein Zusatzfach. Das kann man hier auf der Seite aufdrücken. Ja? Und da ist noch der Puttel drin von den aktuellen. Das kann man raus tun. Da sind auch die Tankquittungen drin. Also seht ihr auch, da würde ich Farbdiesel drin lassen. Ich fand das witzig. Die sind schon etwas älter. Hier wurde zuletzt getankt, 7.22. Wow. Und der letzte Waschbon war, ich habe den auf der eigenen Achse gefahren. Ich habe den abgeholt bei der Frau. Das war jetzt im 19. Mai, als ich das Auto schon geholt habe. Ja. Ansonsten ist hier nur Plumpen-Pottel drin, nichts Wichtiges. Das kann man verstellen, Yannick. Also zum Fahren. Hochziehen, glaube ich. Ne? Also das kann man verstellen, wenn man das hier hochzieht, so. Dann kann man das nach hinten machen. Hier ist jetzt ein Radio drin, nicht Radio, sag mal schnell, Telefon. Der Halter für den ursprünglichen Bosch-Telefon. Das würde ich, glaube ich, rausnehmen und gucken, dass ich hierfür noch so ein, das hier ist ein Aschenbecher. Es gab aber auch so ein Rollo für hier. Das wäre so ein kleines Gimmick, was ich, glaube ich, austauschen würde. Seitdem man kriegt noch ein originales Bosch-Radio, was man hier reintun kann, als so ein bisschen Highlight aus der Zeit. Ja, Spiegel hat der Michael gesagt, Leselampen und so, hat der Michael, das ist schon der Markus gesagt. Wir wissen ja, wen du meinst. Hier ist, das ist zum Aufstellen. Das kann, damit kann man das kann jetzt nicht funktionieren. Windschott hinten aufstellen und genau. Runter machen. Wir haben hier auch eine beheizte Heckscheibe. Markus, haben wir irgendein Zubehör vergessen? Ja, den Tempomat. Den Tempomat haben wir vergessen, ja. Okay. Aber du stellst, nur noch mal, um das zu korrigieren, du stellst mit diesem Schalter nicht das Windschott auf, sondern der hat ja den integrierten Überrollbügel. Der fährt raus. Der fährt raus, genau. Der Windschopf ging von Hand, ja. Ich will da nicht klug scheißen. Nein, das war richtig. Die Handschuhe, die habe ich ja eben selber von Hand auf und auch zugemacht. Ja, und jetzt, Markus, der 300er, gibt es verschiedene Motoren. Jetzt unseren Zuschauern erläutern, welcher Motor wir heute hier haben. So, Leute. Die ist bestellt. Ja, ich weiß, das sieht nicht schön aus. Die ist bestellt, da kommt eine neue Matte grundsätzlich rein. Grundsätzlich behaupte ich, der Motorraum spricht für sich. Da sieht man schon den geringen Kilometerstand. Aber da wollen wir gar nicht drauf hinaus. Der hat 3 Liter Hubraum. Er hat 3 Liter Hubraum, deshalb 24 Ventile. So, und da streiten sich die Geister drüber, ob das eine super Entwicklung war von Mercedes. Ich persönlich finde da nichts Negatives dran. Und der hat Leistung, der hat Drehmoment, der ist sparsam und eigentlich ein sehr, sehr schöner Motor, der ein gewisses Drehzahlband hat, der auch schön sportiv zu fahren ist. Und wie Michael eingangs schon erwähnte, es muss nicht immer der 500er sein.
Wir haben also irgendwann im Laufe der Produktionsreihe des 129 einen 280er gehabt mit 193 oder 192 PS. Das war so der Einstiegs-SL. Und der hatte auch seine Berechtigung. Dann waren es meistens anfänglich 3 Liter, 6 Zylinder. Und zum Schluss gab es dann den 5 Liter und auch einen 6 Liter sogar, also den 600er mit 12 Zylinder. Aber das ist tatsächlich übertrieben in meinen Augen, weil ja, der ist auch dementsprechend von den Wartungs- und Unterhaltungskosten sehr, sehr hoch. Also für mich ist so ein 300er 24V eine sehr schöne Alternative, weil Ziel ist, offen zu fahren, zu cruisen, Spaß zu haben, Gas zu geben, und das kann der alles ganz gut. Dazu gepaart mit der Fünfgang-Automatik, die damals wahlweise war. Also grundsätzlich als Grundausstatter wurden die sogar mit dem Fünfgang-Schaltgetriebe ausgeliefert. Das ist ja mein ganz spezielles Favorite. Die Kombination mit dem Fünfgang-Schaltgetriebe. Ich wäre überglücklich, es wird kein anderes Auto geben. Aber hier gab es dann die Möglichkeit, man bekam einmal die Viergang-Automatik, die war aufpreispflichtig. Und dieser hier hat sogar die Fünfgang-Automatik. Und das bedeutet natürlich auch, dass der von der Wirtschaftlichkeit her auch noch mal ein bisschen besser ist und auch vom ganzen Leistungsvolumen her auch ein bisschen besser anspricht. Ja, Markus, du bist noch nicht entlassen. Es gab aber ja von den 300ern verschiedene Motorenversionen. Richtig. Die ersten sind ausgeliefert worden, ganz einfach der 6-Zylinder-Reihenmotor, ganz normal 2 Ventile pro Zylinder, 3 Liter Hubraum, 188 PS. So, das war der Einsteiger, sicherlich okay, sicherlich gut. Dann hatte ich ja schon gerade erwähnt, gab es dann ab 94 gab es den 280er, der hatte dementsprechend auch einen 6-Zylinder-Reihenmotor und hatte 192 PS, habe ich selber einen von gefahren. Tolles Auto, sehr wirtschaftlich, sehr schön, also hat mir gut gefallen. Ja, dann gab es den 320 SL, das ist so die letzte Evolution. Der hatte 6 Zylinder und hatte 231 PS. Und Leute, das ist so der harmoniert neben dem Motor am besten mit dem Fahrzeug. Also da brauchst du wirklich keinen 8-Zylinder, da kommst du mit diesem 231 PS 320er kommst du super zurecht. Ist ein ganz tolles Fahrzeug, leise, fährt sportlich, also wunderbar. Ja, und dann ist eben halt der hier, der ist so ein bisschen durch die 24 Ventile, sollte der so ein bisschen, war ja damals zu dem Zeitpunkt, als der rauskam, war das ja trendy, 4 Ventile pro Zylinder, und da wollte Mercedes auch mitmachen, und das ist natürlich eine schöne Entwicklung. Also das ist halt schon ein Highlight, ne? Der Kilometerstand jetzt mit 64.000, der war mit 63, haben wir hier hingekriegt, ein bisschen gefahren. Was ich auch schön finde, ist das Cockpit selber mit den Rundinstrumenten. Ich finde, man hört direkt, wie gesund der läuft. Ich bin nicht, dass ihr denkt, ich würde den hier hochheizen, der ist kalt. Ich bin den hier reingefahren, ich bin den eben hier hingefahren. Ja gut, aber jetzt muss man auch sagen, das waren gerade maximal 2200 Umdrehungen. Ja, fast 3000. Waren fast 3, ja. Aber das muss das Boot abkönnen, Herr Kalloin. Ja, sehr schönes Auto. Schon geil. Gefällt mir sehr gut. Ist sicherlich ein tolles Auto zur Präsentation unserer 1000 Abonnenten. Und ihr seht im Hintergrund schon, da ist ein W116 und noch ein Cabrio, was wir euch in Kürze auch vorstellen würden, wenn der Januk Lust hat, denn der kommt immer weit her, um mit uns Videos zu drehen. Und wir brauchen einfach Abonnenten. Wir haben jetzt die ersten 1000 und wir würden uns freuen, wenn wir, jetzt haben wir quasi 6.24, also 6. Monat 24. Und geil wäre natürlich, wenn wir heute in einem Jahr uns als Ziel setzen, 10.000 Abonnenten. Ich habe eigentlich gedacht, wir schaffen das nächste Woche. In diesem Sinne, lasst ein Abo da. Ich freue mich. Danke, Markus, dass du wieder da warst. Bye, bye. Ja, ich brauche so ein SL, Leute. Also brauchen wir Abonnenten. Der Michael lässt mich bluten bei dem Fahrzeug.